Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir haben in der letzten Folge zwei Brandbrechchen fertig gemacht, weil die richtig stunk gemacht haben und meine Base hier nehmen wollten. Und wir werden jetzt mal ganz kurz wichtige Dinge erledigen, wie zum Beispiel Punkt A, nach Hause gehen und die Waffen wechseln. Weil ich brauche echt eine Waffe, die erstmal Munition hat. Weil ich komme momentan nicht an Munition ran, weil ich keinen Stahl habe. Und wir produzieren jetzt ein bisschen Stahl, damit ich Munition herstellen kann. Und solange benutzen wir halt eine andere Waffe. Das ist halt der Plan, ne? Ich muss mich irgendwie hier... irgendwie auf meinen Stuhl setzen. Und das Shiva abhaut. Und das machst du nicht oft, ne? Dass du da einfach hier so chillst. Weil ich das Härchen bin. Ne, du magst Härchen viel mehr als Frauchen. Denkst du, Frauchen essen? Frauchen essen? Das macht sie einfach zu. Weißt du? Härchen sitzt hier mit Mütze und wegen dir jetzt auch noch mit Decke und dann macht sie die Tür zu. Dachte sie sich ja, viel Spaß in deinem Puff. Verrecke. Das ist eine nette Freundin. Jetzt steht sie auch noch auf. Toll. Ah, gleich schon um einiges kühler. So. Wir wollten die Waffe tauschen, aber vorher. Ganz kurz den hier gemacht. So. Dann. Fatman behalten. Wir müssen nämlich Kills mit Fatman machen. Fatman. Glaube ich. Ja, mit Fatman töten. Wir haben eigentlich gar keine Munition. Wir brauchen Mini-Atombomben. Das heißt, der Fatman bleibt hier. Gut, das Geschütz müssen wir leider mitnehmen. Wo ist meine Kuh? Hä? Egal, ich kann sie nicht melken, was soll's. Okay, dann müssen wir ein bisschen gewichtlos werden und zwar bei Station Barclay Springs. 3 Atombomben, ey. Das hätte ordentlich was gegeben an Zeug. Aber solange ich selber meine Atomrakete nicht starte, will ich die Quest halt nicht machen. Ah, du brauchst einen längeren Schwanz, damit man den in der Kamera sieht. Okay. Was haben wir denn hier zum Anbieten? Waffen. Wir haben den Boxhandschuh gegen Supermutanten. Oh. Was auch immer du davor hast, Shiva. Lass es einfach. So. Kampflinde behalten wir. Sturmgewehr gegen Tiere kann weg. Brandaxt kann weg. Schaden gegen... Ich glaube, den müssen wir erstmal behalten. Der kann nämlich ziemlich gut sein. Und den müssen wir auch noch reparieren. Shiva. Da ist meine Ameisenfarm, deswegen passe ich da ein bisschen auf. So, wenn sie das umschubst, dann ist es vorbei. Legendäres Modul? Oh, das ist neu. Aber wir haben noch keine richtige legendäre Waffe. Ich habe jetzt so viele Sachen dabei. Ich glaube, ich muss zwischen den Folgen mal wieder meine Truhe entleeren und ich mache mal die Tür auf. So. Okay, das ist jetzt kacke, dass wir so viel Zeug mit uns rumschleppen. Da ist auch noch ein Ort, den wir nicht kennen. Oh, wir können alles machen. Aber es geht nicht. Oh, ja. Oh, da gehen wir kurz hin. Nein, nicht in Team einladen. Okay, gehen wir so hin. Oh, eine Kuh ist schon tot, ne? Grockner. Scheiße, ich habe meine Waffe nicht repariert.
Untersuchen, reparieren. Scheiße. Vielleicht hält die ja noch ein bisschen. Ah, jetzt abgelehnt. Ja gut, da ist sie schon kaputt. Ich muss mich ganz kurz verstecken. Bin gleich bei dir. RS. Reparaturkit. Zack. Okay. Hätte ich vorher dran denken sollen, weil der ist ja nur ein Stern. Und auch nur einer. Das ist ja lame. Vorher waren das immer zwei. Ist der jetzt tot? Ah, oh, wow. Ja. Ach da, ich hab ihn zerfetzt. Ein Fatman, Schatzkarte 07. Stim. Herr Klammer, das nehmen wir noch mit. So. Rezept Hammelpaste. Level up. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen noch einen Punkt verändern. Weil wir brauchen ja noch mehr Resistenz, ne? Ja, komm, wir kaufen den erstmal, obwohl. Ja, wir sollten erstmal einen Punkt reinmachen, ne? Wo war der überhaupt hier? Eb und stichfest. Noch drei Level da rein. Wo nehmen wir den her? Aus Agility, ne? Weil da sind jetzt unsere ganzen Sachen drin, Leute, die noch weg können. Genau. Stufenaufstieg. Agility zu Endurance. So, das heißt, mit dem nächsten Level Up geht's weiter. Gut, was haben wir für einen Fatman da bekommen? Fatman, Fatman, Fatman. Mutantentöters? Warum ist das Mutantentöters? Egal. Herr des Henkers. 50% mehr Schaden, wenn die Gesundheit deines Ziels unter 40 liegt. Schaden 1059. Und die anderen, die ich habe? Ah, die habe ich ja weggelegt. Na gut. So. Hat sich doch schon mal gelohnt. Wir gehen mal direkt hierher und verkaufen den. Uiuiui. Na, wir müssen jetzt nämlich ein bisschen an unser Gewicht arbeiten. Leider, leider, leider. Ich habe auf jeden Fall in meiner Truhe noch sehr viel, was weg kann. Ich habe zum Beispiel habe ich viel zu viel Säure in meinem Inventar. Aber das will Fernie gerne haben, deswegen kann ich es nicht sofort rausnehmen. Und ja, alles nicht so einfach. Aber erstmal trinken wir was. Und essen. So, Klingon ist auch wahrscheinlich am Vergammeln. Ah, da hinten ist noch eine Höhle, die wir nicht kennen. Lol. Ist ja noch einiges. So, der Fatman. Was für legendäres Zeug wir dabei haben. Ach, wir haben ja auch die Armdinger und so weiter, ne? Gut, Fatman, tschüss. Rechte Arm, tschüss. Rechte Arm, tschüss. Okay. Läuft doch schon mal ganz gut. Wie viele Punkte haben wir jetzt? 76. Doch viel, noch ein bisschen was. Na ja, gut, jetzt haben wir zumindest mal wieder eine Waffe, die auch Munition hat. Und die Munition ist wenigstens leicht ranzukommen. Uranrausch. Ich gucke immer gerne, was für Events es hier gerade gibt. Vielleicht lohnt sich da eins, das eine oder andere.
Eigentlich nicht. Okilidokili. So, was war unser nächstes Ziel? Was wollten wir machen? Sachen reparieren, nicht wahr? Ja. Wir müssen unsere Sachen reparieren. Der ganze Kleber und alles, was ich gesammelt habe, alles weg. Oh, ist das schön. Und wir müssen noch Taschen dran machen an unsere neuen Sachen, ne? Stimmt. Können wir wieder ein bisschen mehr tragen. Ich hasse es. Ich glaube, das ist der eine Punkt, warum ich dann früher oder später sagen werde, wir ziehen woanders hin. Einfach dieses doppelte Reisen. Es geht mir auf den Sack. Aber das Haus ist schön. Ich habe da lange dran gesessen an dem Haus. So, was wollte ich bei Sachen reparieren, ne? Halt, stopp. Halt, stopp. Waffenschmied raus. Rüstmeister rein, so. Modifizieren und reparieren. So. Wie sieht's aus hier? Du bist noch recht fit. Du bist voll für den Arsch. Untersuchen, reparieren. Werkstattreparatur. Zack. Du bist für den Arsch. Zack. Jetzt weiß ich, woher ich hier, wozu ich die ballistischen Sachen brauche. Ich habe keinen Stahl mehr. Ich habe keinen Stahl mehr, Leute. Das geht so fix. Solider Kolben, immerhin. Stimmt, ich trage ja die Baggerrüstung noch mit mir, mit zur Not. So. Nein! Okay, alles repariert. Ich denke mal, jetzt können wir aber nicht mehr modifizieren. Zusätzliche Taschen ist okay. Verstärkt ist auch okay. Was war neu? Hier haben wir zusätzliche Taschen. Was ist umgurtet? Nichts Gutes. Zusätzliche Taschen. Da! Leichtbau. Shit. Zusätzliche Taschen. Hä? Wieso sind hier zusätzliche Taschen schon drauf? Hatte ich den tatsächlich schon mal an? Ja, machen wir hier Leichtbau. Passt schon. Okay. Sollten wir Mini-Atombomben finden, müssen wir die bauen, ne? Hier, ich weiß gar nicht, was brauchen wir? Können wir Mini-Atombomben bauen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zählt das als Granate? Nee, ne? Minen, Atommine, Munition, Gleisbolzen. Das kostet Stahl. Davon müssen wir auch 50 herstellen. Wir können keine Mini-Atombomben bauen, glaube ich, oder? Mini-Atombombe. Wir können es bauen! Nice! Ah, schön. Energiemunition. Brauchten wir einen Plasmakern? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, unsere Munition war Plasmakern. Kern. Nee. Einfache Kerne sind das, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Zwei Stück. Gucken wir mal auf Munition. Können wir es ja einfach nachvollziehen. Fusionskern 1. Plasmakartusche. Ich denke, wir brauchen Fusionskerne. Ja, der war voll, als ich ihn reingenommen habe. Alles klar. Gut, dann behalten wir mal wieder die Waffe. Was soll's?
Okay. Und somit ziehen wir weiter. Oh. Das haben wir eine Zeit lang mal nichts gemacht hier. Wir müssen eine Robco-Tour machen, wo auch immer die ist. Kanawa, Lager Adams. Es sagt mir alles was, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Friedhof der Soldaten. War das nicht der hier oben? Philippi. Ja, gehen wir mal kurz hier hin. Können wir wenigstens das abpacken. Und die Wendigo-Höhle. Da weiß ich auch hundertprozentig, wo die ist. Mülldeponie kommt mir auch bekannt vor. Die war auch ziemlich im Osten. Jo. Hallo, Leute. Da liegt die Schaufel. Oh, das ist die richtige Tür. Bleib bloß ganz, von dir brauche ich ein Foto. Was? Foto. Ach, töten. Wir müssen eine Ratte töten. Mehrere Ratten. Alles klar, Junge. Komm hier. Zack. Dann drücken wir hier aufs Knöpfchen. Soldatenuniform. Oh, Schwarzpulverpistole nehme ich gerne mit. T45 Sensoren. Komm, wir nehmen den hin, dann können wir ihn zu Hause schon hinstellen. Ich bin sehr froh, dass sie es eingeführt haben mit dieser Sammelstation für Wackelpuppen, weil ich sammle die halt wirklich sehr, sehr gerne. Also sehr gerne. Furchtbar gerne. So, wie viel müssen wir denn von den Ratten töten? 10 Stück jeweils. Von jedem kleinen Vieh gedöns. Da. Eins, drei? Oder wir hatten schon 7, das kann gut sein. So. Rade. Easy durch. Oh, hier ist eine Uhr. Versteckst du dich da hinter dem Auto? Wer mich auch sofort sieht. Kleine Kackbratze, du. Hier. Weg mit dir. Ach, hast du ein bisschen an dem toten Typen hier geschnüffelt? Ja, das Schießpulver. Kein Wunder, dass sich das angelockt hat. Müsste ich jetzt nicht den Soldatenfriedhof haben? Hat's schon Klick gemacht oder bin ich jetzt blöd? Bin doch hier beim Soldatenfriedhof. Noch mehr Ratten. Ihr könnt weggehen, ich brauche euch nicht mehr. Oh, eine kleine Ratte. Sollten doch ein Soldatenfriedhof. Friedhof Soldaten. Das ist doch Soldatenfriedhof. Ja, gut, dann halt nicht. Oh, ich wusste es. Wir müssen wieder auf Streife machen. Aber das skippe ich, Leute, das skippe ich. Das ist mir zu blöd. Oh, geschafft. So, schnell zum Rocket Shop. Oh Gott, ich glaube, es ist schon zu spät, oder?
Nein, nein, noch ist nicht zu spät. Noch können wir es schaffen. Oh. Leute, ey. Ich hasse dieses Event. Das ist so lame. Oh. Also, da hast du so Billig-Gule. Oh, muss einem langsamen Roboter hinterher. Es gibt nichts Schlimmeres. Und oh Gott. Kein Wunder, dass das ein Event ist. Eine Challenge ist. Das muss man erstmal mental durchstehen. Oh. So, 4 wellende Wölfe. Ohne Munition. Alles wird was Feines. Habe natürlich jetzt meine restliche Munition schon verschwendet. Glücklicherweise. Wo sind die Wölfe? So, verarscht du mich? Da ist wie nichts drin. Wo sind die Wölfe? Ich hoffe, da ist wenigstens ein Legendärer dabei, dass sich das lohnt. Bandpresschen chillen hier immer noch. Oh. Level 10. Weil die werden wahrscheinlich noch härter. Huch, ist ja groß. So, wir nehmen mal das Fleisch mit, ne? Also, ich habe eh nichts mehr. Das lohnt sich eigentlich schon. Komm von hinten. Wo bist du? Er ist schon längst hier. So, das war Welle 1, denke ich mal. Oh, die Verzögerung hier. So, kann ich hier eine Waffenwerkbank bauen? Keine Zeit. Oh Gott. Jetzt haben die mich schon gesehen, oder? Hör auf, meinen Mülleimer anzugreifen. Da ist ein Legendärer. Okay. Sterne 2? Ich meine, ich verkaufe den gerne, ja. Hörst du die ersten so Popelgegner und dann kommt sowas. Komm zurück! Gerne noch einen Legendären. Würde mich freuen. Nicht unbedingt wegen der Waffe, sondern wegen den Punkten, die ich daraus ziehen kann. Komm hier, Kleiner. Ja, komm mal hier. Ja, komm hier. Hä? Ja, lauf einfach weiter. Ich muss dazu jetzt nichts sagen, oder? Die Waffe ist fast kaputt. Shit. So, ja, das musste ich leider jetzt machen. Habe ich keine Zeit gehabt, eine Waffenwerkbank aufzubauen. Da waren die leider schon da. Schaffe ich es jetzt schnell? Noch ein Legendärer. Das könnte ich mir. 3 Sterne, Leute. 3 Sterne Legendärer. Schleichen wir uns jetzt mal an. Klammheimlich. Aber ich glaube, ich wurde schon gesehen. Nee, doch nicht. Ja, Spielrüstung. Waldgrün. Hm. Weniger Schaden durch Insekten. Ja gut, jetzt können wir auch rumlaufen. Der Legendäre ist tot. Ist der Einzige, dem er eigentlich was anhaben konnte. Der ist explodiert. Oh, schön.
Ich will nichts sagen, aber momentan ist hier ein ordentliches Delay. Das mag mir nicht gefallen. So, gerne noch ein Legendärer. Mich würde es freuen. Eine Welle haben wir noch vor uns. Ah, wie cool. Zwei Legendäre. So kann es immer sein. Komm, gib mir noch einen legendären Wolf. Pro Runde ein legendärer. Das wär's doch. Ich muss sagen, hier ist es einfacher zu verteidigen als bei der Munitionsfabrik. Ist einfach, weil es offener ist. Wenn sie alle dann direkt zu dir laufen. Hier ist nämlich der Hotspot. Komm hier, Mann! Lauf nicht weg! Wo sind deine Freunde? Und bring bitte einen legendären mit. Kein legendärer dabei. Schade. Wäre schön gewesen. Oder lebt noch einer? Er wackelt mit seinen Pfoten. Einer lebt noch. Sei legendär. So, wo läufst du rum? Du hängst jetzt nicht in der Wand, oder? Kein legendärer, schade. War der Insekt? Oh, legt sich einfach mit mir an. So, bekomme ich etwas Schickes dafür? Komm, zeig an. Huch. Und? Was ist die Belohnung? Moderne Küchentische. Ja. So, wir haben unser Metall mitgenommen. Wie viel können wir noch tragen? Nicht mehr allzu viel. Ah, ist wirklich nicht viel, was man da bekommt, ey. Ist ja leicht erbärmlich. Der Bote. Oh, ich würde sagen, dann verkaufen wir direkt mal das Zeug, oder wir gucken erstmal, was wir bekommen haben. Wir haben ja Bekleidung bekommen. So, Schaden Myolox und Glück, was jetzt nicht so toll ist. Und du erhältst 3 auf alle Werte außer Ausdauer, wenn deine Gesundheit niedrig ist. Ist natürlich ganz nice, aber auf Stufe 35 muss ich nicht haben. Ich glaube aber, auf die 100 kommen wir trotzdem nicht. Aber ich darf halt die nicht dabei haben, sonst kann ich nichts betragen. Das wäre ein bisschen ull. Aber gleich ist die Folge vorbei und dann würde ich sagen, räume ich ein bisschen mein Inventar auf. Und dann gucke ich mal, dass ich ein bisschen Platz schaffen kann. Dass meine alte Waffe reingehen kann. Wir dann so langsam anfangen, dann die Mini-Atombomben zu kaufen. Und dann werden wir den Fatman auch los. Mal gucken. Was war eigentlich mit dem Fatman los? War der gut, war der schlecht? Weiß ich gar nicht mehr. Bin dann so recht vergesslich. Verzieh dich, Junge. Level 80er Brandbestie. Und der steht da offen rum. Hm. So. Ah, die Raketenwerfer haben wir gar nicht hier, ne? Ah, die sind zu zweit, die Arschlöcher. Auch das noch. Direkt vor meinem Zuhause. Dude, ich würde da abhauen. Konnte man da schon immer runter gucken? Ah, ist ja nix.
Okay, wir verziehen uns auf Klo und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Der Kollege ist jetzt tot.